Bevor wir fliehen können, werden wir von einer Gruppe Shinra-Soldaten überrascht. Es wird ruhig. Präsident Shinra, unser neuer Widersacher, betritt die Bühne und lässt seinen Technosoldaten Airbuster auf uns los, während er sich im Helikopter davonmacht. Airbuster kontert jeden Angriff. Seine Attacken richten mittelhohen Schaden an und er ist von uns umzingelt. Also sollten wir leichtes Spiel haben. Nach dem Kampf explodiert Airbuster und Cloud stürzt in die Tiefe. Nach einem Traum erwachen wir in einem Blumenbeet. Bei uns ist ein Mädchen, welches sich als Aeris vorstellt. Ein in Schwarz gekleideter Mann mit roten Haaren kommt in die Kirche und Aeris bittet Cloud, sie nach Hause zu bringen. Der Mann mit dem Namen Reno und einige Shinra-Soldaten nehmen die Verfolgung auf. Auf der Flucht stürzt Aeris jedoch herab. Nun gilt es, Aeris von oben Unterstützung zu leisten, bis sie wieder nach oben in Sicherheit ist. Nun begleiten wir Aeris nach Hause. Der Weg verläuft ohne nennenswerte Hindernisse. Bei Aeris zu Hause lernen wir ihre Mutter kennen. Cloud sagt, dass er nun zurück nach Sektor 7 möchte und Aeris will ihn begleiten. Ihre Mutter bittet Aeris jedoch, erstmal sich auszuruhen und die Reise am nächsten Tag fortzusetzen. Aeris stimmt zu und ihre Mutter bittet uns, dass wir nachts heimlich verschwinden möchten. Das stellt sich als schwieriger raus als gedacht, denn Aeris wartet schon draußen auf uns. Also begleitet das Chaosmädchen uns, bis wir auf einen betonierten Spielplatz treffen. Hier machen wir kurz Pause, als Tifa plötzlich in einer Kutsche an uns vorbeigaloppiert. Wir nehmen natürlich die Verfolgung auf. In Walmart angekommen, erfahren wir, dass Tifa das neueste Mädchen vom Don sei und die einzige Möglichkeit, die wir sehen, da reinzukommen, ist Cloud als Mädchen zu verkleiden. Gesagt, getan. Und in der Villa treffen wir Tifa wieder. Von Tifa erfahren wir, dass der Don Informationen bezüglich Shinra habe. Da der Lustmolch eine Frau sucht, lädt er jeden Abend drei Damen zu sich ein. Und jetzt ratet mal, welche er sich aussucht. Tifa. Aeris und Cloud werden an seine beiden Handlanger Kotsch und Scotch aufgeteilt. Ein Raum weiter lässt Cloud die Hüllen fallen. Keine Sorge, nicht so schlimm. Wir bekämpfen jetzt die ganzen Leute. Wir stören Don Corneo, bevor mehr passiert. Erhalten die Informationen und werden reingelegt. In einer Nebengeschichte erfahren wir, dass Präsident Shinra vorhat, Sektor 7 in die Luft zu jagen. Der anschließende Bosskampf ist mit der Substanz Heilung und Aeris heilenden Wind kein Problem. Einfach heilen, wenn die Energie unter 200 fällt. Fertig. Wir entkommen der Kloake auf einen Eisenbahnfriedhof. Hier gehen wir quasi nur durch und kommen noch gerade rechtzeitig, bevor Shinra die Plattform sprengt und uns Avalanche die Schuld geben möchte. Wedge fällt uns schon entgegen. Aeris geht Marlene retten, Tifa und Cloud den Pfeiler empor, um Barrett Unterstützung zu leisten. Auf dem Weg sehen wir, dass Biggs und Jesse das Schicksal von Wedge teilen und nur noch Barrett oben kämpft. Der folgende Bosskampf ist der erste Boss, der etwas fordernder ist. Generell gilt hier das Gleiche wie beim letzten Boss, nur dass Reno ab und an einen unserer Gefährten in einer Pyramide einschließt. Dann heißt es, diese zu attackieren, und zwar mit physischen Attacken. Trotz all unserer Bemühen können wir den Einsturz der Platte nicht verhindern. Zu allem Überfluss wird Aeris entführt. Allem Anschein nach hat sie Marlene in Sicherheit gebracht und Barrett rettet Tifa und Cloud.
Nach der folgenden Szene geht unser Trupp zu Aris, ihrer Mutter.